Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft. Mein Name ist, ihr werdet es nicht glauben, noch immer Pseudos. Das hier ist Hearthstone und wir legen los. Und zwar heute im Kartenchaos. Mal wieder. Aber dieses Mal nur eine Folge. Und zwar seht ihr schon, ich habe jetzt ein Spiel gemacht, weil ich mich dachte, ich schaue es mir mal an, wie es funktioniert. Nicht, dass es so ein Fail wird wie letztes Mal. Insta gewonnen. Deckliste jetzt gerade hier zu sehen. Zweimal Agent und Beschützer, zweimal Friedensbewahrer, zweimal Segen der Könige, zweimal Weihe, zweimal gesegneter Champion, zweimal Heilbot, zweimal Drachengefährten, Lower Tap, zornige Vergeltung, einmal jeweils, Agent und Kommandant zweimal, Herr der Arena zweimal, Taurissan, Sylvanas, zwei Vulkandrachen, Schwarzfaß, Kalmagos, Vordring, Maligos, Nefarian und Nostormu. Drachmadin 2.0. High Stakes, weil wir haben, also hohe Mana-Kosten, weil wir haben 10 Mana von Haus aus und ich habe die Stoppuhr nicht gestartet. Das ist toll. Yay. Here we go again. Drachmadin ist extrem gefährlich. Ihr kennt es vielleicht von meinem normalen Deck. Das hier ist nochmal gefährlicher. Und vor allem kommen verdammt viele mit nur Stormmoon nicht klar. Das habe ich in normalen Spielen schon festgestellt. Und dieses Mal ist er immer wie Hölle. Wenn ihr noch Stormmoon habt, und ihr spielt hier. Wieso habe ich Zuschauer im Let's Play? Egal, hoffentlich, hoffentlich spoilert niemanden. Also ich brauche nichts ablegen, ich Vollidiot. Wenn ich irgendwas nicht brauchen, nein, passt. Ja, wie gesagt, wir haben von Haus aus 10 Mana jede Runde. Und das ist extrem fies. Ihr werdet... Oh, ein Angriffspanzer. Oh. Das ist mal so richtig dreist. Okay, jetzt wird's richtig dreist. Aber okay, damit kann ich mehr als wunderbar leben, denn das können wir dementsprechend gebrauchen. Hat. Du mich auch. Egal. Egal. So. Ich liebe es. Maligos, das wird episch. Ah. Und das nur noch Stormu. Ah, schön. Bei nächster Runde kann ich Maligos spielen. Ich brauche nur einen Schaden auf den Angriffspanzer. Ja! Nein! Scheiße! Ich voll Idiot. Oh. Ja! Danke, 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 danke. Fühlt einfach einen 7 Schaden zu und Dankeschön. Oh, schön. Okay, sieh mir dann für nächste Runde auf. Es tut mir leid. Nächste Runde kommt aus Stormu und es geht weiter. Ach komm. Ja, toll, 4 Schaden und. Das hat sich, glaube ich, gerade auch festgestellt, oder eher, je nachdem. Also einfach mal schauen. Oh. Okay. Immer mitten in die Fresse rein, oder was? Na gut, wenn du meinst. Jo. Muss ich halt doch so machen. Hast du mal 15 Sekunden Zeit. Es setzt alle unter Druck. Sofort. Ich habe vorher gespielt gegen einen Hexenmeister. Es war abartig. Der hatte die Hand natürlich voll. Der wusste nicht mehr, wo vorne und hinten sind. Du
hast jetzt wirklich nur 15 Sekunden Zeit. In diesen 15 Sekunden musst du entscheiden. Normal ist das der 90. Es ist ein drastischer Unterschied. Was zum? Jo, das war ein schöner Bug jetzt. Meine Verbindung spackt anscheinend rum. Zum Glück schläft er. Schade eigentlich. Okay. Das war unser 20. Sieg. Kleines internes Jubiläum. Yay. Wir bleiben dabei. Eins geht noch. Wir haben erst 5, na, vielleicht jetzt 7 Minuten, keine Ahnung. Hier sagt erst 5 Minuten, aber ich habe nicht von Anfang an mitlaufen lassen, deswegen. Ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Ja. Nochmal ein Schurke, aber diesmal ein anderer, schade. Ich lege noch schnell einen anderen Beat auf, weil, so gerne ich Planets auch habe, jetzt hätte ich gerne den hier laufen. Ja, wir können wieder, na gut, den, ja, wenn er legendär noch spielt, ich kann ihn brauchen, oder nicht, die Weihe weg. Ja, es wird immer schöner. Ich weiß, es wäre jetzt möglich, den Drachen auszuspielen, aber der hat ein Attentat vielleicht auf der Hand. Das ist immer alles so scheiße. Aber... Also man kann im Prinzip sagen, man ist automatisch im Late Game mit allen Karten des Decks. Ernsthaft? Die Karte ist sehr beliebt, das wusste ich aber auch irgendwie schon. Ja. In den Kampf. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen. Egal, vielleicht erspare ich mir dadurch etwas. Englis Panzer. Was soll denn das jetzt? Hä? Oh, ja, es ist übrigens Donnerstag, 22.50 Uhr, also als ich gestartet habe. Aber er sitzt ja links unten auch, deswegen... Es ist... ne. Sorry, ich musste irgendwie die Wartezeit überbrücken. Das ist. Und ihr hattet vielleicht ein bisschen was zu lachen. Thrall. Das ist ja ein Kandidat, den ich in dem Modus wenige Chancen zugeschrieben habe. Weil ich von mir selbst weiß, dass der im Early eigentlich eher so OP ist und je länger das Spiel dauert, umso schlechter wird er. Und wir starten ja direkt im Late Game, deswegen. Ups. Ich grüße euch. Von daher ist das schon irgendwie so. Alexstrasza, das ist ja mal dreist. Oh, befolgt die Regeln. Oh, wenn wir schon dabei sind. Oh Gott, sorry. Wesentlich besser. Es ist noch immer viel zu heiß hier, obwohl es angeblich heute den ganzen Tag gewittern hätte sollen, hat es nichts getan. Oh komm, den kenne ich woher. Ja. Ja. Gut, der nimmt den hier ab. Ich habe leider gerade keinen Drachen auf der Hand.
Die schalten sich gegenseitig aus. Du übernimmst die. Damit du gerne Zauber spielen kannst, habe ich aber ganz was Nettes für dich und das war's. Ach ja. Ist es nicht schön? Jetzt bin ich gespannt. Mann. Dafür hat er 8 Kristalle raus. Na gut, er wird 3 Diener los, aber trotzdem. Zaubertotem, okay. Taurisan. Ich weiß so ziemlich genau, dass ich bereuen werde, dass ich jetzt nicht sein Magietotem weggedrückt habe. Egal. Einer meiner absoluten Lieblingsbeats, sorry, das ist einfach episch. Bald kommt ja auch eine neue Hearthstone-Erweiterung raus, fällt mir gerade so ein, während ihr hier so überlegt. Und zwar das große Turnier. Und das ist einfach episch. Es sieht einfach grandios aus, es gibt einen Haufen neuer, cooler Karten. Und das ist einfach nur 1A. Ach ja, ja, das ist jetzt irgendwie Captain Obvious. Es ist halt, ja. Ich bin gespannt, was da alles kommt. Es gab ja schon erste Berichte dazu. Also das Video dazu ist episch. Wenn ihr das Video zu das große Turnier noch nicht gesehen habt, geht mal auf den Hearthstone-YouTube-Channel, egal ob Englisch oder Deutsch, am besten aber Deutsch, und schaut euch das Video an. Das ist godlike. Das ist einfach nur godlike. Ich würde wahnsinnig gerne irgendwann mal mit dem Typen in der Kreativabteilung von Blizzard sitzen und ihn fragen, was er denn da geraucht hat. Was ist genial aus? Das ist wirklich spitze. Das ist. Mir gefällt's. Ich könnte langsam mal einen Drachen ziehen, fällt mir so ein. Oder auf. Wieso hat der eigentlich nur 2 Leben? Also der hat von immer nur 2 Leben, okay. Nee. Oh. Patch. Er nimmt mir Taurisan damit weg. Damit kann ich leben. Ah, schöne Karten. Wundervolle Karten. Allein der Windzorn ist episch. Also wenn er jetzt nicht finishen kann, ist er fertig. Ja, dann lass die Tore halt geöffnet sein. Ich glaube, er rechnet gerade nach und stellt fest, es ist vorbei. Das ist so episch. Was soll ich denn machen? Oh Gott, der Modus ist einfach nur Ember. Und dabei habe ich noch nicht mal Nostormo gebraucht. Das ist... Ich habe jetzt 4 Spiele gespielt, alle 4 gewonnen. Das ist... Wenn ihr Erfolg haben wollt, schaut dem Spiel... Also, baut das Deck nach, Leute, das ist... Das ist einfach nur traurig eigentlich, aber... Jaina, mal schauen. Das ist übrigens das letzte Spiel für heute, weil dann müssten wir langsam die Zeit eigentlich auch haben. Aber, ja. Könnte wehtun. Bin hier schon mal gespannt drauf. Ja, Sieg oder Tod. Oder im Fall des Händlers auf der Holding Abyss, beides.
Ach ja. Ich träume. Isera! Es tut mir irgendwie schon fast weh, wenn ich das sehe, was ich jetzt machen muss. Oh. Blub, blub, blub. Ja, man kann auch Pech haben. Was will ich jetzt mit der Münze? Spiegelbilder. Okay. Isera ist eine extrem fiese Karte hier. Ja, das könnte noch wehtun. Oder auch nicht. Die Tore sind geöffnet. Nicht mit mir. Das tut doch weh, das ist doch verboten. Kommt drauf an, was sie jetzt spielt, aber wenn ich habe, was ich diese Runde auf dem Feld habe, dann geht der Beschützer einem das weg, verdoppelt den Angriff, zack, weg damit und dann geht's direkt aufs Fleisch. Das könnte wehtun unter Umständen. Bisschen. Nur ein bisschen. Oh Gott, ich bin total überdreht heute. Was heißt Traum? Was? Ja, und jetzt? Spielverderber. Egal. Wir haben ja mehr von der Sorte. Ach schön. Naja, nicht wirklich, aber das, oh mein Gott. Oh. Dann wollen wir mal durchbeißen. Beißen. Durchbeißen. Ja, den. Ah, komm. Nein. So lahm kannst du doch nicht sein. Den hebe ich mir noch auf. Dich kann ich brauchen. Ups. Ich glaube, das nimmt Isera so ein bisschen den Atem. Gibt es Ärger? Yay. Ich schleudere den Feuerball. Ich bin total übermütig gerade. Die haut alle Karten da rein, nach raus. Sie kriegt halt auch jede Runde eine, gebe ich zu. Da hätte ich ganz gerne eine andere Karte vorher noch. Andererseits war es jetzt saublöd, weil ich hätte damit zwei essentielle Feinde rausnehmen können. Egal, kriegen wir alles wieder hin. Spätestens nächste Runde. Denn wenn sie mir die Diener jetzt wegnimmt, frage ich mich ganz ehrlich nach den Prioritäten. Oh, a secret. Und da frage ich mich wieder, na, es wird ein Duplizieren sein. Oder ein Spiegelbild. Dementsprechend, ja. Es wäre halt schon schön, aber zu riskieren, dass das halt, na, es ist ein Gegenzauber. So und so Glück gehabt. Ja. Aber das tat weh. Euch in Stücke reißen. Ich werde dir etwas sagen, was ich für längst weiß. Die Welt besteht.
Das darf ich leider nicht abspielen, weil sonst... Ja, wir werden sehen. Ups. Es tut mir leid. Ja, toll. Egal. Was soll das jetzt werden? Streitantriebskolben. Ernsthaft? Wirklich? Ja. Tiere und Vordringen ist halt jetzt auch episch gewesen in dem Moment. Das wäre so ein Spieler, wo ich ganz gerne Nostormo hätte. Wo du merkst, dass 90 Sekunden einfach nicht ausreichen, wo du weißt, wenn die weniger Zeit hätte, wäre sie tot, aber ja. Jetzt brauche ich erstmal was mit Sport. Ist auch nicht schlecht. Da kommt viel zu spät. Was mache ich jetzt? Halt die Klappe da drüben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, aber es reicht halt. Es ist schade, aber es reicht halt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch so großartig rumtrollt. Ja. Schade. Macht aber nichts. 4 von 5 gewonnen, das ist eine schöne Statistik fürs Schlussmachen jetzt hier. Ich bedanke mich bei euch aufs Herzlichste fürs Zusehen, wünsche euch eine wunderbare gute Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Wollt ihr irgendwas Bestimmtes sehen am Montag, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das, wenn nicht, dann halt nicht. Und nächste Woche ist auch die letzte Woche vor der Sommerpause. Falls ihr das nicht wisst oder nicht mehr wisst oder noch neu seid und es deswegen nicht wisst, die Woche, in der Gamescom ist, und die Woche darauf ist Sommerpause, weil ich auf der Gamescom bin. Yeah. So, ich bin da Donnerstag und Freitag, ich muss aber schon am Dienstag losfahren, weil halt vorher noch zu einem Kumpel und dann weiter und Hotel beziehen und so weiter, bla. Und deswegen ist nächste Woche Montag, Freitag und dann ist Hearthstone erst wieder am kurz, August, wir dann von 3. bis 16. die Pause. Und ab 17. geht es dann wieder los. Es ist so, ich bin von 4. bis 9. bin ich nicht da. Überhaupt nicht. Und von 10. bis 16. mache ich die Gamescom-Videos. Beziehungsweise bin arbeiten, je nachdem. Dementsprechend kommt in dieser Zeit nichts, weil ich eben die Zeit brauche. Es ist offiziell Sommerpause, aber in Wirklichkeit arbeite ich einfach an den anderen Videos. Ja, also einfach damit ihr Bescheid wisst. Das heißt jetzt, wie gesagt, noch 2 Folgen und dann ist Pause. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und gewogen. Es wird Livestreams geben in der Zeit. Schätze ich mal, wahrscheinlich einen am 3., so wie ich mich kenne. Kurz bevor ich losfordern. Und ja, das wird der wöchentliche Livestream. Gibt sich vielleicht dann auch wieder irgendwie her. Muss ich mir noch anschauen. Gibt auf jeden Fall auch noch ein Update dazu. Ich wollte es nochmal irgendwo schon gesagt haben, weil ich nicht weiß, wann das Update kommt. Habt ihr traumhafte gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.